Ey, Peace Guys, was geht ab? So, freue mich, dass ihr wieder da seid. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir haben jetzt 171k geknackt. Das ist auch ein neues Hoch, seht ihr hier. Hier wird schon 172k aufgerundet. Waren aber 100 auf, also vorher, vor der letzten Transcension sind wir, glaube ich, auf 170k gekommen. Ah ja, okay, 71,3, jetzt sind wir 71,7, also jetzt sind wir knapp höher als vorher. Haben aber noch ungefähr 3 Ascensions vor uns. So standardmäßig, das heißt, ab jetzt gibt's Progress. Und wir werden jetzt ascenden, ich habe eben schon so rausgepusht, wie es geht. Und wir müssen gleich unsere Mercenaries checken und so. Das machen wir aber alles in der Nacht des Ascension, wenn sie da läuft. Das heißt, erstmal rein da. So, save the game, so, 7, save, Clicker Heroes, Calculator, ne, kennen wir ja alle, wie immer, ändert sich ja nichts mehr, so, das, Hybrid, richtig, so, Import, zack. So, ab jetzt geht's los. Wir machen jetzt auch gleich wieder ein bisschen Timelapse-Action, verspreche ich. Aber wir müssen mal gucken. Ich habe gestern ja nochmal einen Boss gelegt, weil, wie gesagt, ich kann ja nicht hier immer die Rubies bunkern. Und dann immer hier mich von meiner Gilde durchsponsen lassen. Da auch wieder mal liebe Grüße geht raus. Da brauchen wir dann halt auch wieder die Gildenleiter-Funktion Ehre, ne, die wir so gerne ausspielen. Da habe ich dann auch, wie gesagt, gestern mal einen Boss springen lassen, aber jetzt sind die langsam richtig teuer. Das hat mich 220 Rubies gekostet. Also, ja. Kann man nicht jeden Tag machen, würde ich sagen. Außer Ghost, der hat es scheinbar locker, der macht so wie jeden Tag. Wir müssen jetzt auf Sealer, genau. Wir können jetzt schon direkt beim Start, was wir überleben, sind eben nur 119, können direkt uns Sealer kaufen. Das ist schon wild as fuck. So, und jetzt machen wir das hier wieder an. Zack. Zieler hat Dings drauf, machen Autoklicker drauf. Und genau, bevor wir jetzt aber den Timelapse nutzen, schauen wir mal ganz kurz uns den Calculator an. Nochmal kurz das Save Game, so. Den Mercenary Calculator. Okay, Heroes Mercenary Calculator, so. So. Moment. Ich zeig euch das gleich wieder. Den Save Game. So, und jetzt. Eigenschaften. Mercenaries Calculator. Ist das der? Ja, okay. Genau, ich habe das letzte Mal wieder neu zugeschnitten. Jetzt muss ich mal ganz. Ich schieb's mal wieder einfach zur Seite raus. Das ist relativ einfach, simpel. So. Genau. Wir können gucken. Also hier sehen wir, Lori ist am Ende seiner Kraft. Lori würde jetzt nochmal 7 Tage bekommen. Ich glaube, das lohnt sich schon. Ich glaube, 7 Tage lohnen sich. Ja. Bei Judy wird es sich nicht lohnen. Bei Lori 7 Tage, denke ich mal, lohnt sich das schon, weil wir müssen ja auch ein paar für die Dings wieder auf Vordermann bringen hier für die Achievements. Ne? Das heißt, wir beleben den Kollegen wieder. Der hat Glück. Wo ist er denn? Oh, bin falsch. Ja, Moment, so. Revive. 18 Rubies. Das hat zu viele Kosten. Ich habe jetzt nur noch 100. Damit kommen wir vielleicht noch gerade so durch die Timelapse jetzt. Müssen dann aber mal ein bisschen sparen hier, ey. Das kann man ja nicht immer durchziehen. Muss man ein bisschen aktiver hier immer die Fischköpfe wegklicken. Genau. Wir haben jetzt. Warte mal, wir machen erstmal die Timelapse. So, jetzt können wir mal schauen. Sila muss noch gucken, wie es geht. Okay. So, und jetzt die ersten 24 Stunden Timelapse werden sich auf jeden Fall lohnen, bin ich mir ganz sicher. Da werden wir, glaube ich, die ungefähr 100k durchmachen, also das Maximum, rausholen. Ja, 108k ist Maximum bei 24 Stunden. Sehr gut, die haben wir gemacht. Das heißt, das haben wir komplett kostentechnisch ausgenutzt. Jetzt muss alles rüber auf Matzi oder Matzi oder was auch immer. So, jetzt die Guilds. Auch auf Matzi. So. Upgrades kaufen. So, jetzt mal die Quests hier abholen. Gib mal her eure Franchise. So. Got nothing, schade, den Ruby hätte ich gern genommen. Was ist hier? Seconds of Metal Dictator, okay, können wir jetzt auch klemmen.
unsere Metal-Diktoren, unsere Quell, also unsere Dinger hier, also die gehen jetzt immer schon 4 Stunden, also ab jetzt könnte man theoretisch auch ein Active-Build umbauen. Langsam. Weil die halten sich jetzt schon echt lange, die Dings hier. Aber, ja, Hybrid, ich bin immer noch Hybrid-Fan, also ich bin ja so, das ist grundsätzlich Idle-Fan, ja. Aber jetzt am Ende damit den Autoklickern rauszupushen, das gibt einem nochmal ordentlich Ebenen dazu. Das ist schon sinnvoll. Obwohl es natürlich mich auch interessieren würde, einfach mal nochmal eine Transcension durchzuführen und einfach alles. Also mal so wirklich wieder einen Idle-Bild zu bauen. Ob das sich nicht auch lohnt. Weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Müsste man mal eigentlich testen, aber es würde bestimmt auch richtig Spaß machen. Ich bin Idle-Fan eigentlich. Das Ding hier richtig hoch zu pushen, das wäre schon wild. So. Genau, wir wollen ja noch eine Time-Lapse durchführen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen so wieder in Richtung 175k. Wenn wir jetzt eine 10-Lime-Time-Lapse durchführen, eine 8-Stunden-Time-Lapse, kommen wir auf 36. Sind bei 100. Ah, knapp 144. Dann nochmal 36, sind wir auf 100. Ja, ich glaube, so macht es am meisten Sinn. Weil ich. Ja, doch. Doch. Ich glaube, wir machen jetzt noch 2 10er, dann kommen wir auch auf diese 24 Stunden rauf. Von den Kosten, aber wir werden mit den 24. Wenn wir jetzt 24 Stunden jumpen, werden wir nicht an die 72k rankommen. Bin ich mir recht sicher. Deshalb nehmen wir jetzt hier die 8 Stunden mit. Okay, jetzt hoffen die 36k rein. Genau so. Und jetzt machen wir. Okay, das Ding bleibt. Also, okay, Matzi bleibt ja eine Weile. Ah, so. Jetzt nehmen wir nochmal die. Nehmen wir kurz hier die neuen Quests mit. So. Und jetzt nochmal in die 10 Stunden Timelapse. In die 8 Stunden. Lohnt sich das? Auf was bin ich jetzt gerade? 144. Das wird wirklich teuer. Na, komm, wir können jetzt mal auf der Folge zuliebe, ne? Wenn ich schon mal aufnehme. Einer. Okay, Einzelstunden. 21k. Siehst du da, das lohnt sich jetzt halt. Wo ist er mit Zavira wieder am Start? Mal das hier einsetzen. Aber ja, jetzt habt ihr gesehen, also ein 24 Stunden Timelapse hätte sich nicht gelohnt. Weil wir dann nicht mehr als 270k rauskriegen. Auf einen Jump. Nicht mal mit 2. Jetzt war das auf Zavira. Und jetzt beginnt wieder der Idle-Spaß. Oh Gott, Nase juckt. So. Idle-Spaß wieder am Start. Und wir gucken jetzt mal den Rest an. Jetzt haben wir hier nochmal Quests angenommen. Eine 5-Minuten-Quest bin ich Fan, weil damit kriegen wir sogar 2 Achievements-Grinds auf einen Hut. Einmal die, wo wir 5-Minuten-Quests finishen müssen. Und allgemein die, wo wir halt Rubies, Relikte und so alles mögliche machen müssen. Gott. So, für die jetzige Transcendent, wie gesagt, kriegen wir 1161 Ancient Souls. Das ist schon ein guter Anfang, aber ich würde schon eher in Richtung 10.000 gehen wollen. Hehe. Können ja mal schauen. Genau, die Gilde wollen wir noch abchecken. War gestern auch relativ viel los. Genau, gestern einmal wieder bei Burger King. Wieder mal gar nicht Menü geholt. Ey, der Typ, das muss ich erzählen, der Typ war so unfähig beim Drive-In. War voll und es war bestimmt auch voll stressig. Ja, kein Vorwurf. Aber ihr kennt hoffentlich den King des Monats. Der kriegt dann ein mittleres Menü statt für irgendwie für 7 Euro, kriegt ihr für 5 Euro. Ja. Das ist immer ein spezieller Burger und oft ist es der Long Chicken. Und jetzt diesen Monat gab es aber auch nicht nur den normalen Long Chicken, sondern auch der Plant-Based ist in einem in diesem King-Menü des Monats enthalten und kostet dann halt auch nur 5 Euro. Und dann freue ich so direkt hinter 5 Euro, mega gutes Angebot. Gehen hin, bestellen, ja, und sagen, ja, wir hätten dann gern den Long Chicken, zweimal den Long, das Long Chicken-Menü Plant-Based als King des Monats. Dann meinst du, ja, ist okay. Pack 2 Long Chicken Menüs rein, Plant-Based, aber für 8 Euro jeweils. Und ist wie so, der King des Monats, das M-Menü. Dann, er sagt, okay. Ändert's um auf M-Menü, kostet immer noch 7 Euro, aber er hat's nicht zum King des Monats gemacht. Er hat uns dann haben wir nochmal ganz am Ende, wir haben die Bestellung fertig, ich sag so, da steht auf dem Dings. Ich meinte so, ja, sie wissen aber schon, also,
den Plant-Based Long Chicken, den gibt's als King-Menü, ne? Und als Kind des Monats. Und meinte, ja, das ist richtig. Ich meinte so, okay. Hat es auch nicht geändert. Also der Typ hat's nicht gerafft, dass wir meinten, oh scheiße, mein Greenscreen, dass wir meinten, hey Bro, wir wollen nur 5 Euro zahlen, so wie es in der Werbung steht. Ja, hat er nicht gerallt, aber da dachten wir, ja, lass mir jetzt in Ruhe, der kriegt's halt nicht gerafft. Und da war so voll, wir wollten jetzt auch nicht noch mehr Stau machen, so weißt du, da ist man dann auch wieder ein bisschen sehr human und möchte dann halt nicht, also einfach Stress vermeiden und ja, die Leute auch nicht zu Weißtut bringen. Aber ja, dachte ich mir, ja, Alter, war extra dahin, deswegen hingefahren und trotzdem richtig Geld geblecht. Apropos Geld geblecht, kriegt noch Geld von meinem Dad. Der wollte das eigentlich zahlen. Muss ich noch holen. So, was war hier noch? Sorry, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgedriftet. Genau. Und dann haben wir uns ein bisschen über Working und so ausgelassen. Ghost hat die 800k geknackt. Da schon mal GNZ von mir. Da sind auch bald die 1 Million drin. Das wird ein Feiertag, wisse ich jetzt schon. Und ich will eigentlich Bad noch kriegen. Ich bin nämlich jetzt bei 172k nach der Transcension. Ich denke, ich werde bei 200k ungefähr Schluss machen. Ah, und dann vielleicht noch 1-2. Ich weiß aber nicht, Bad wird ja auch vorankommen. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, haben wir den auch irgendwann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich, also ob es ein Vor- oder Nachteil ist, auf dem Handy zu spielen, weil Bad spielt, glaube ich, auf dem Handy. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass wir ihn nie kriegen. Kann auch sein, dass wir ihn relativ schnell kriegen, weil er halt auf dem Handy, weil es länger dauert, keine Ahnung. Ja, da wurde ein bisschen über McDonald's für die McFlurries geflamed, weil, also, die werden ja immer umweltfreundlicher produziert. Auch diese Löffel sind dann jetzt nicht mehr aus Plastik, sondern aus Holz. Und diese Becher sind auch ein bisschen dünner gemacht und auch ein bisschen mehr auf Papierbasis, glaube ich, jetzt mehr als auf recycelbarem Material statt auf diesem Plastik. Ist ja auch alles richtig, auch alles nice, aber Globet hat dann gesagt, dass dieser Holzlöffel dann irgendwie nach Farbstoff, nach Klebstoff geschmeckt hat oder so. Vielleicht werden die so zusammengeklebt, geliefert, so, die werden dann immer rausgeklappt. Weiß ich nicht, und dass denn der Becher halt durch dieses dünne Material, gesagt, alles gut zur Umwelt und so, aber wenn es dann halt auch nicht den Zweck erfüllt und das Eis da drin behält, weil er meinte halt, dass es dann so relativ durchgesifft ist, ja, aber das ist mir auch schon bei den Bechern aufgefallen, bei den Burger King Becher, also diese Becher, wie gesagt, werden dünner produziert, ich hoffe, sie machen das wirklich aus Grunde der Umwelt, aber könnte natürlich auch sein, dass sie einfach ein bisschen Geld sparen, das Material nehmen, was halt auch nicht umweltfreundlicher ist. Wäre ein bisschen schade, weil das ist dann echt doof, wenn die Cola oder das Eis nicht im Becher bleibt. Ne? So, dann, genau, haben wir uns über die Immortal Boss unterhalten und über die Immortal Souls, und zwar Ghost und ich kommen morgen oder heute, wenn wir jetzt hier das Ding mal abholen, das sind wir gerade beim Thema. Da haben die ja schon wieder vorgegrindet. 1800, reicht das? Ja, wir können jetzt unseren Damage wieder verdreifachen. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass der immer verdreifacht wird. 2,4, das wären dann 7,2, wenn ich mich nicht irre. Ja, 7,2, genau, wird verdreifacht. Das heißt, wir machen jetzt dreifachen Schaden. Und da wurde jetzt gesagt, wir werden für Sonntag dann den nächsten versuchen anzugreifen. Immortal Boss Level 19. Deshalb nehme ich mal hier das Schloss raus. Ich glaube, wir grinden aber wirklich echt so mega gut voran. Weil jeden Tag hier, glaube ich, ein Bonusfight gesponsert wird von irgendjemandem. Und das ist halt wirklich echt, echt nice. Muss man mal so sagen. Und deshalb wird hier ultra vorangespeedet. Sonst würde das alles, glaube ich, viel länger dauern. Denn durch diese Doppel-Souls können wir unseren Damage halt viel besser pushen und dann halt viel schneller am Grinden. Können wir mal gucken. Card fast 5k, also 4,5k gemacht. Remuro macht auch schon richtig Schaden. Warum macht der Remuro nicht so viel Schaden? Das war krass. Achso, okay, der ist auch schon weiter drin. Es geht ja hauptsächlich um diese Mortal Souls. Oder eigentlich ausschließlich. Also eigentlich so länger man in der Gilde ist, umso mehr Damage macht man dann auch. Mega nice. Hier die beiden. Da weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich transcende heute nicht. Das heißt, ich könnte den von Yesterday abholen. Nehmen wir nur Ghost, hier auch Ghost. Ja, der steht safe morgens um 0 da am ja, und ballert das weg. Collect this in Reward. Ich glaube schon. Von Yesterday zumindest. Ich glaube, so viel Ausflug hat es nicht. Ich warte immer noch auf die Anmeldung von Mowgli, der vor ein paar Tagen reingeschrieben hat bei den Kommentaren bei YouTube. Ab und zu YouTube habe ich auch nicht reingeguckt, da muss ich mal kurz reinschauen. Vielleicht gibt es auch neue Kommentare, mit denen ich mich kurz was befassen könnte. Ja, zwei Stück habe ich zumindest Infos.
Genau, Double Laser Trouble Laser für 18 Stunden. Die Premiere. Hatte ich gestern keine. Okay, also mein Kumpel, also der Kumpel von mir, Leon, guckt jetzt scheinbar auch Cats aktiv. Genau, Cats hatten wir ja, hatte ich ja auch jetzt vor ein paar Tagen angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, sonst guckt gern mal rein. Ich frage ihn mal, ob er das jetzt wirklich aktiv guckt. Der hat nämlich am Anfang nur mal Spaß reingeschaut. Wirklich aktiv? Fragezeichen. Fang doch auch an und trete unserem Clan bei. So, antworte ich mal. Das ist der Hypotox. Falls, ja, das ist meine Kommentare, wie ihr seht. Bekannter von mir. So. Das haben wir beantwortet. Okay, da ist auch nichts sonst weiter neu. Das ist sehr gut. Spare ich mir Arbeit. Genau, die Gilde hatten wir abgehakt. Mowgli warten wir noch. Die Relikte sind halt inzwischen auch einfach nichts mehr wert. Wir haben jetzt so viele Ancient Hero Souls und so hohe Buffs. Die Ancients sind einfach so hoch gelevelt, dass es einfach. Macht einfach keinen Sinn mehr. Hier hat man zum Beispiel 1000%. Wie gesagt, die Duration of Berserker, das ist Power Surge, der geht jetzt schon 4,5 Stunden. Weiß ich nicht. Kronos, wie gesagt, das müssen wir auch nochmal machen. Ich muss nächste Transcension alles zurücksetzen. Ich gehe dann nochmal, ich setze dann alles zurück und gehe komplett nach dem Guide, weil ich wollte ja mal Kronos gucken und so. Kronos macht theoretisch gar keinen Sinn, weil, also, außer man levelt den halt wirklich richtig mit. Weil, wie ihr seht, ich habe hier pro Boss immer nur noch 2 Sekunden, weil der Boss-Timer immer weniger wird. Pro Ebene wahrscheinlich auch mit diesen Monsteranzahl, die immer höher wird, wird der Boss-Timer immer weniger, wenn immer 2 Sekunden abgezogen. Und du musst dann halt diese zum Beispiel die, was macht Kronos jetzt gerade? 345 Sekunden. Macht überhaupt nichts, wenn wir, warte mal. Gucken wir mal zum nächsten Boss an. So, wir haben 2 Sekunden. Jetzt habe ich mal meinen Idle-Bonus gebrochen, deshalb mache ich jetzt keinen Schaden mehr. 2 Sekunden. Das heißt, lohnt sich gar nicht. Ja, ich hoffe, der Damage kommt schon bald wieder. Safe. So. So, lohnt sich also gar nicht, Kronos komplett mitzuleveln, außer man macht es richtig. Man levelt den komplett mit und geht voll mal auf so eine Push-Ding, dass man irgendwie alles, weiß nicht, ob sowas gibt, so ein Push-Bild, dass du einmal richtig investierst und so richtig nach oben pushst und auch wenn es Jahre dauert. Weiß ich nicht, aber ja, macht in dem Sinn auf jeden Fall keinen Sinn, weil auf der Ebene, wo wir jetzt sind, hat er schon gar keinen Effekt mehr wieder. Also bleibt bei 2 Sekunden, macht gar keinen Sinn. Und wir wollen ja auch zukünftig rushen. Wir haben jetzt ja ein bisschen Just for Fun verteilt, also ich würde sagen, wir resetten das nächste Mal komplett. Sorgen dafür, dass Chocoloth, außer der wird jetzt richtig teuer, aber ich glaube nicht, Chocoloth dann einfach auf die 150 Level kommt, die er braucht. Wahrscheinlich 99,99%. Und der Rest wird dann halt wie in dem Guide verteilt und ohne Offerloss und so. Und wir bei Kariqua und Senakan, Rageis, Bob haben wir auch jetzt, wie gesagt, letzte Stunde, wollte ich gerade sagen, wie im Unterricht. letzte Folge gehört von Ghost aus den Kommentaren, dass das jetzt hier ja dann auch mitskaliert. Was auch notwendig ist, weil sonst hier irgendwann 3 Gegner wieder pro Ebene sind und das wollen wir ja nicht. Und darauf werden wir, glaube ich, achten. Ich glaube, resetten komplett. Orphalos bleibt auf 0. Der Rest wird auf den Calculator vertraut. Außer Chocoloth, den würde ich wahrscheinlich schon gerne auf 150 machen. Wenn der jetzt irgendwie dann steht 145 oder so, mache ich den vielleicht trotzdem einfach auf 150 und spare dann ganz kurz ein bisschen was hier oben ein bei City Quill oder vielleicht auch bei Ponyboy Level oder so. Oder ich vertraue dann vollständig dem Calculator, weil wir hatten jetzt ein bisschen rumprobiert, was jetzt natürlich auch nicht schlimm war, aber können ja auch mal komplett vertrauen und dann, wenn besser Chocoloth nicht auf 150 kommt, habe ich das eigentlich hier im Game? Ja, habe ich. Wenn Chocoloth nicht auf 150 kommt, uns dann auf die nächste Transcension freuen, weiß ich auch nicht, wäre auch eine Möglichkeit. Aber wird schon werden. Ich sehe auch gerade, die Musik ist relativ laut. Ist wahrscheinlich schon die ganze Zeit so, I'm sorry. So, vielleicht eher. Falls sich das viel geändert hat, weiß ich nicht. So, und Transcensions haben wir jetzt insgesamt schon 23 gemacht. Ich weiß gar nicht, ich hab schon wieder zu viel Spielzeit wahrscheinlich. Ich kann ja mal gucken. Kurz auf Steam.
Ja, Chat-Nachricht, wer hat mir jetzt geschrieben? Oh, als ob auf YouTube noch 22. Was? Was meinst? So, und jetzt Bibliothek. Mal ganz kurz gucken, was Clicker Heroes so hat. Alter, insgesamt 2,2000 Spielstunden. Also 2200 Spielstunden. Ja. Kann mitnehmen. Ich glaube, ich habe nur in Rocket League mehr. Da habe ich jetzt, also auf dem Account speziell, jetzt glaube ich 3,5000, aber mit den ganzen Smurfs. Ah, ich glaube, ich komme schon auf allen Accounts zusammen. Ungefähr 5000 Spielstunden. Also Rocket League ist absolut das Main Game. Das ist. Ja, genau, hier habe ich 3,6k und die anderen 1,4 habe ich safe auf anderen Accounts, bin ich ganz sicher. Achso, ihr seht es ja gar nicht, was ich gerade mir angucke. Gerade mal noch geguckt, was ich noch so für Spiele viel gespielt habe. Worauf ich aber auch jetzt schon Bock habe, ist auf Clicker Heroes 2. Also wenn wir hier durch sind mit den Achievements und das alles durch ist, wird natürlich Clicker Heroes vielleicht trotzdem weitergespielt, vor allem auch der Gilde zuliebe, wenn sie noch weiterhin aktiv ist. Aber dann werde ich halt nicht mehr so viel eilen lassen, sondern vielleicht einfach nur Verwaltung machen oder vielleicht schon ein bisschen eilen lassen. Aber wie gesagt, wenn man dann zwei Clicker-Games hat, dann will man ja nicht zwei Games jetzt laufen lassen. Und dann eben noch Rocket League spielen, das kannst du vergessen. Ja, da sehe ich mich dann eher dabei, dann irgendwann Clicker Heroes wieder zur Seite zu packen und noch hier die Community am Laufen zu halten und dann einfach vielleicht in Clicker Heroes 2 mit reinzugehen. Und dann könnte ich überlegen, das Problem ist halt, das Spiel kostet, glaube ich, noch immer noch Geld. Sogar relativ viel für Clicker Game und es wird auch nicht mehr supportet, deshalb würde ich eigentlich, ja, wenn ich nicht Clicker Heroes Fan wäre, den Kauf für euch nicht empfehlen, sondern euch eher sagen, naja, alles, was euch interessiert und wenn ihr, also macht, nimmt das Let's Play dann mit von mir oder so und was soll ich noch sagen? Achso, und wir, falls ihr dann so denkt, oh ja, ich will mein eigenes Ding gehen, können wir zusammen unterhalten und uns auf irgendwas einigen, dass wir da halt vielleicht irgendein Bild spielen, mit dem die meisten dann oder alle sogar dann auch zufrieden sind. Es gibt verschiedene Richtungen, in denen man skillen kann und so. Das ist ganz cool, da gibt es richtig ein Skilltree. Mega nice. Sonst noch was? Nö. Ich glaube, damit kommen wir jetzt erstmal ganz gut voran. Ja. Gut. Das ist durch. Das haben wir alles gemacht. Genau, die Transcension werde ich dann für morgen, wenn ich Glück habe, vorbereiten. Und vielleicht kann ich dann morgen auch direkt aufnehmen. Weiß ich aber nicht. Wenn ich, wie gesagt, sobald es die nächste Folge gibt. Ja. Und jetzt kommt's. Ich habe noch eine halbwegs schlechte Nachricht. Nicht ganz, aber ein bisschen vielleicht. Ich habe mir vorgenommen, weil ich immer mehr morgens aktiv bin, wo ich jetzt mal die Aufnahmen gemacht habe. Ich muss jetzt tagtäglich jetzt erstmal wirklich morgens mit der Bachelorarbeit anfangen, da muss ich unbedingt vorankommen. Weil ich sonst immer, lieber mache ich am Anfang 5 Stunden, mache dann noch Clicker Heroes, dafür ist immer noch Kraft, als wenn ich dann Clicker Heroes aufnehme, alle Aufnahmen mache und dann nur noch 2 Stunden Bachelorarbeit, weil ich komplett fertig bin nach den Aufnahmen. Also das wirkt jetzt natürlich nicht so, aber man muss die Videos noch hochladen und sich noch was ausdenken und das ist halt Rumgelaber, ist irgendwie schon, dann fliegt es auch danach einfach ein bisschen durch den Kopf durch und so, das ist nicht so geil. Deshalb zukünftig immer. Ja, ist jetzt wichtiger ab sofort und danach dann die Freizeit gleich losgenießen. Ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ich genieße jetzt noch mein schönes Wochenende, den Samstag. Und wir hören uns in der nächsten Folge und haut rein. Bis dann.